Also, an alle, die mich schon immer leiden sehen wollten, ihr habt es geschafft. Einmal im Jahr mache ich mit einer Freundin eine ziemlich brutale Wette. Letztes Jahr hatten wir zum Beispiel einen Schlagermonat. Da durften wir keine Musik hören außer Schlager. Einen Monat lang. Es geht einfach darum, wer früher aufgibt, quasi. Da verliert man ewig den Ruhm und die Ehre und... So, heuer machen wir auf jeden Fall was, wo ich mir nicht sicher bin, ob es nicht noch härter ist wie das letztes Jahr. Ich meine, an alle Leute da draußen, die keine Schlager mögen, stellt euch vor, einen ganzen Monat lang keine andere Musik. Jeden Tag mindestens zwei Lieder. Das war schrecklich. Und trotzdem haben wir beschlossen, wir machen heuer wieder sowas. Und heuer machen wir Leben wie vor 50 Jahren. Und es kann sein, dass es jetzt keine 50 Jahre sind, sondern meine Familie kommt nach Hause. Also jetzt kann ich nachher das Video fertig machen. Okay. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, wo ich gerade war. Also es geht darum. Eine Woche lang darf ich auf meinem PC nichts machen, außer meine E-Mails zu checken und Schulzeug zu machen. Also falls wir irgendwas Wichtiges für die Schule zu erledigen haben, das man nur am PC machen kann, dann dürfen wir es auch am PC machen. Aber wirklich nur, falls es gar nicht anders geht. Wir wollen so leben wie vor 50 Jahren, von mir aus auch wie vor 30 Jahren, ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall nennen wir das Ganze Back to the Roots Week oder auch Old School Week. Außerdem dürfen wir kein Handy verwenden. Wir dürfen nirgendwohin ein Handy mitnehmen. Keine SMS schreiben, kein Handy unterwegs. Wir dürfen nur über Festnetz telefonieren. Dann musiktechnisch haben wir uns darauf geeinigt, wir dürfen Radio hören und 10 CDs, die wir uns aussuchen können. Ich weiß, es hat früher noch keine CDs gegeben, aber es gab Kassetten und man hatte die Möglichkeit, ungefähr 10 Kassetten oder sowas zu besitzen und ja, wir haben beschlossen, wir adaptieren das eben so, dass wir 10 CDs verwenden dürfen, weil es ist ja im Prinzip das Gleiche. Was habe ich noch auf meiner klugen Liste stehen? Keine Konsolen, keine MP3-Player, keine USB-Sticks, keine E-Gitarrenverstärker. Habe ich schon erwähnt, dass das eine Woche lang sein soll? Dann Wecker sind weiterhin erlaubt, weil sonst schaffen wir es beide nicht aufzustehen, auch wenn es früher vielleicht keinen Wecker gab, aber wir brauchen unseren Wecker, wir lieben unseren Wecker. Dann Fernsehen gibt es zwei Sender. Wir haben uns jetzt auf ORF1 und ProSieben geeinigt. Schwarz-Weiß-Fernseher haben wir jetzt keinen, das ist ja auch nicht ganz ideal. Und 10 Filme dürfen wir uns raussuchen, die dürfen wir uns auch ansehen. Jeden zweiten Tag nehmen wir dann 5 Minuten Videomaterial auf, wie es uns gerade geht. Ich weiß, es ist auch nicht authentisch, dass man 5 Minuten dann eben mit einem technischen Gerät verbringt, aber wir wollen das Ganze eben dokumentieren und so und ja, 5 Minuten vielleicht ein bisschen länger, aber damit kann man sich ja auch nicht wirklich dauerhaft beschäftigen. Und ja, so einen kranken Scheiß ziehe ich jetzt tatsächlich durch. Wir sehen uns also spätestens in 2 Tagen, weil ich dann wieder aufgegeben habe vermutlich. Und wenn nicht, dann eben in einer Woche, falls ich das wirklich durchhalte und durchziehe. Falls mich jemand noch irgendwie in irgendeiner Art und Weise dringend kontaktieren möchte, es geht nur per Anruf und ihr habt meine Handynummer nicht, oder per E-Mail und meine E-Mail-Adresse habt ihr auch nicht. Ja, gut, ich laber eh schon wieder viel zu lange und das sollte nur so eine kurze Ankündigung sein, okay? Jetzt nochmal so kurz als kleines Anhängsel, also falls mich jemand irgendwie noch vorher erreichen will, bevor ich eben unerreichbar für euch werde. Ihr könnt drauf wetten, dass ich bis Sonntag um Mitternacht wach bleibe, damit ich ja noch die letzte Sekunde, in der ich Internet habe, ausnutze. Also, ja, bis Sonntag um Mitternacht bin ich zu erreichen. Danach müsst ihr eine Woche warten, wenn ihr eine Antwort auf irgendetwas wollt.